Und so beginnt es. Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate Edward Rednard. Wir sind mit unseren Chinesen auf dem Weg, Tsingtao, uns zurückzuholen, heim ins Reich. Von diesen widerlich bösen Deutschen, mit ihren ein Torpedoboot, was sie da haben. Ah, diese Torpedoboot-Politik geht ja mal gar nicht. Wir sind schon auf einem guten Weg, die Hälfte haben wir schon geschafft. Wir bauen ein paar Schiffe, Zerstörer, einen neuen Kreuzer, den wir entwickelt haben. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich schlägt, wenn die Briten sich ja ausbreiten. Aber erstmal schippern wir hier los. Mehr in unserer Werft dürfen wir nicht bauen, weil wir entsprechend gerade zu viel ausgeben. 11.000 Tonnen Kreuzer. Und Kreuzerrümpfe sind veraltet, okay. 900 Tonnen Zerstörer. Verbesserter Nachlademechanismus für die Geschütze, auch gut. Altes Schiff verkaufen wir. Geben wieder ab. Oh, unsere Wirtschaft. Da ist irgendwas runtergegangen. Wir sind von ein paar Prozent der verloren. 10%. So. Und Großteil des Parlaments ruft gegen Kampf gegen Japan aus. Was ist denn da passiert? Okay. Ich bin total einverstanden. Die Flotte ist bereit für einen Kampf. Da kriegen wir ein bisschen Geld, Prestige und ein bisschen Unruhe. Bom. 18 Zoll Torpedorohre. Fortgeschrittene Marinedrills. Nein. Die Osmanen kriegen diesmal keine Schiffe. Wir müssen erstmal unsere Kosten decken. So, dann müssen wir weiterhin die Deutschen ärgern. Wie sieht es da aus? Oh, wir sind eigentlich mit allen so nicht auf einem guten Weg. Die Japaner auch. Aber die haben wir schon einmal abgeflottet. Die können wir auch ein zweites Mal abflotten. Die Russen haben 4000 Nonnenleuchten Kreuzer entdeckt. So, nein, das wären keine Schiffe. Haben wir nicht geschafft. Wir versuchen in der im gelben Meer Vorfall zu erzeugen und dann kommen die Japaner rum. Das ist echt mies. So. Na komm, oh, das geht aber viel rum. Die Japaner bauen und modernisieren ganz schön viel. So, neue panzerbrechende Granaten. Yay. So, da wurde gekämpft wieder in Quartar. Jetzt können wir wieder die Deutschen ärgern. So, nein, du wirst keinen Typ 3 Kreuzer kriegen, Osmanen. Das ist das modernste. Das sind 10.000 Tonnen. Sarawak auf Malaysia wurde von den Briten erobert. Ach ja. Oh, die hat schon mal richtig schön geärgert. Üblichen Kriege. Saipan wäre auch nicht schlecht. Immer 30 Millionen geben wir aus. Wir müssten noch bald mit unseren Kreuzern und Zerstörern fertig sein. Durch den Besuch des britischen Außenministers, Finanzministers, wurde ja durch Demonstranten am Kopf verletzt. Oh. Ich will mich eigentlich nicht mit den Briten anlegen. Oh, komm hier. Ja, wir drücken unser Bedauern aus und verlangen die Bestrafung der Angreifer. Oh, 10 Zoll Geschütze Version 3. Oh, cool.
Torpedogyroskop erhöht die Reichweite und die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Torpedos. Sehr schön. Nein, Torpedoboote kriegst du nicht, Osman. Japaner wollten eine Beziehung mit uns verbessern, okay. So, liebe Deutschen, 59%. Das können wir schaffen, dass wir den Krieg in der Folge noch hinkriegen. Und dann will ich, hoffe ich mal, dass unsere Landarmee Tsingtao anfällt. Irgendwann vielleicht die Deutschen denn hier abfangen können. Wir brauchen nur noch drei Schiffe, das müsste man nächste Runde erheblich die Kosten senken. Smirnoff wurde lange Zeit nicht angezählt. Okay. Kreuzer Aufklärungsstreitkraft. Sehr schön. Deutschen haben wir wieder geärgert. Sehr gut. Osmanen und Griechen bekriegen sich. So, du möchtest gerne ein Schlachtschiff haben. Die Osmanen. Was kriegen wir? 69 Millionen kriegen wir dafür. Ne. Sibirien wurde von den Briten erobert. Ja, das, was in. Ups, das habe ich vergessen. Das, was in der Befreiungskriegen funktioniert hat, ist jetzt wieder vorbei. Oh, wir haben 100 Schiffflotte. Okay. Ja, Anti-U-Boot-Theorie 5. Da sind die Kämpfe wieder. So, wir gehen dann wieder in die Politik. Die Deutschen ärgern. Drei Schiffe, das müssten alles Schiffe fürs Ausland sein, die wir da bauen. Mal gucken. 18 Millionen machen wir miese. Wo können wir 18 Millionen einsparen? Müssen wir bald. Oh, Vereinigte Staaten und Montgomery Bristol wurde plötzlich durch David Murphin ersetzt. Okay. Das hat nicht geklappt mit der Spannung. Tonnen Kreuzer auf leicht. Pikrinsäure 2. Pips Swasiland macht einen Aufstand. Okay. Griechen wollen Dirkanesis haben. Mauretanien hat einen Aufstand bei den Eulen. Spanien 66 kaum. Deutsche. Lasst euch ärgern. Sechs Zollgeschütze verbessert? Ui, ja. Oh, wir haben das richtig schön gegen uns gegenseitig provoziert. Die Russen verbessern sich. Wie sehen wir das aus? 81%. Ja. Jetzt kommt es langsam da, wo es interessant wird. So, fortgeschrittene Zerstörerschornsteine. Fortgeschrittene Türme. So, kleine Geschützrohre 2, Verbesserung. Yay. So, Opa Volta von Opa Volta wurde erobert von Frankreich. Ja, 1 zu 10. Österreich-Ungarn ärgern uns. Transvaal hat Kontrolle über Swasiland gekriegt. Menge Koloniekriege unterwegs. Ah, könnte man jetzt den Vorfall provozieren? Können wir jetzt den Vorfall provozieren? Ich bin ja mal gespannt. 9 Millionen geben wir jetzt aus. Das ist so, unsere Kosten kommen langsam in den Bereich, wo es interessant wird. Dreadnought-Rumpfdesign. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Neue Rümpfe. Dreadnought Rumpf 1. Das ist auch die Zeitung für eine Dreadnought. Kleine Dreadnought. Kleine Dreadnought 2. Kleine halbe Dreadnought. Chinesen und Italiener. Die ganzen Kriege. Gehen wir ins Schiffsdesign. Also, Typ Schlachtschiff 1. Können wir nicht mehr bauen. Genau. Können wir also entfernen das Design. Klack. Und natürlich die Modernisierung ebenfalls. Klack. Was wir machen können, ist ein neues Design. Da können wir uns mal gucken. Dass wir uns eine schöne Dreadnought basteln. Können wir, was haben wir denn hier? Wir gucken mal hinten an.
Kleiner Halb-Dreadnought? Nee. Kleine Dreadnought? Vernünftige Dreadnought? Und der richtige Dreadnought. Ab wie viel Tonnen? 22 bis. Okay, dann müssen wir unseren im Hafen auch höher ziehen. Aber kleine Dreadnought 2? Das ist eigentlich auch. Sieht schon spannend aus so an sich. Was für ein Riesenturm. Okay. 390 Tonnen, was macht der von Unterschied? Ja, dann können wir den auch den kleinen Turm nehmen. Okay. Was ist denn deine Rumpfgeschwindigkeit? 21 Knoten, ich möchte dich denn auf 21 Knoten auch kriegen. Danke. Heckturm, da können wir eigentlich den kleinen nehmen, ja. Das wird echt interessant. Das ist der Entfernungsmesser. Okay. So Schornsteine. Da brauchen wir jetzt die Dampfmaschinen. Ne? Das ist ja die mit den höchsten. Wo haben wir 4 PS? 27 PS. 26 PS per Tonne. Können wir auch noch 2% sparen. Aha, hier läuft also der Fuchs mit den ganzen Schornsteingeschichten. Ich ja mal gespannt. Ja, man kann ja nur den einen Schornstein setzen. Okay. Man kann hier wirklich nur einen Schornstein setzen. So wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt echt mal. Oder man könnte hinten einen Schornstein setzen. Ah. Gibt hier einen Schornstein, okay. %. 17 Knoten? Machen wir mal 18 Knoten. Boah, die Maschineneffizienz ist die Hölle. Maschineneffizienz, sag mal her. Wir können ja trotzdem mal gucken. Also versuchen wir den mit 18. Wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir könnten jetzt auch Barbetten hinsetzen. Hauptgeschütze, was haben wir denn hier? Wir hätten 13 Zöller. 3,1, 1,2. 13 Zöller Variante 2. Variante 2. Variante 2. 3er Variante von 10 Zoll. Nicht was 10 Zoll Geschütze nehmen. Das sind auch schon ganz schön große Kloppis. Wir könnten mal haben, wir könnten drei Stück haben. Okay. Einer. Dann bräuchte man eine große Barbette. Eine große Barbette, danke. Ne, die reicht nicht, die ist so klein. Barbetten. Jetzt mal ganz mal. Oder wir müssten 9 Zöller nehmen. Doppelgerohrte 9 Zöller mit einer passenden Barbette. Hier, wer ist mit dir?
Dann könnte man 2 9 Zoll hintereinander stecken. Wir könnten hier zum Beispiel 9 Zöller hinsetzen und hier 9 Zöller. Okay. Sekundärgeschütze. 8 Zöller Stummel oder 7 Zöller Non-Stummel. Okay. Kasematgeschütze. Nach vorne. Okay, nee, brauchen wir nicht. Kriegen wir noch irgendwelche hier unter? Wer ist mit 5 Zöllern? Könnte noch eine Batterie 5 Zoller unterkriegen. Na, hätte doch hier gerade. Komm. Eine zweite Batterie 5 Zoller. Und eine dritte Batterie 5 Zoller. Dann machen wir natürlich die beste Panzerung. Das spart ein paar Tonnen, Barbetten, Torpedo, Rumpf und die Flutung. Standardration, Standard. Da haben wir die. Die ist am besten. Dann Ballistit. Rekinsäure 2. Für die großen Geschütze. Was willst du noch Torpedorohre haben? Ah, hier brauchst du nicht. Hätten wir noch ein bisschen Luft. Ein paar Tonnen hätten wir noch Luft. Na, dann können wir noch ein bisschen hier. Gehen wir mal auf 10. Hier machen wir 5 draus. 5. Hauptdeck machen wir 3. 3. 3 Tonnen. Conning Tower soll 13 werden. Und die Superstructure soll 2 Zoll werden. Dann hätten wir hier ein sehr dickes Schiff. Das wäre dann das Schlachtschiff. Na komm, du brauchst ja nicht. Wir haben Platz, ihr könnt hier schöne, geile Quartiere kriegen. Und das wäre das. Wie nennen wir das? Schlachtschiff Typ 2. Ja, es sieht schon aus wie ein Dreadnought. Eindeutig. Speichern. Und werden unsere Werft aus außen nocken. Das wird aber ein Kriegsbau, weil wir uns ja das nicht leisten können. Die erstmal mal bauen. Machen wir so, ja. Das gefällt mir. Wie viel Crew? 1000, 1000. Der Kreuzer hat schon 600. Der Zerstörer, okay. Gut. Haben wir die Leute schon geärgert? Millionen? Sehr schön. Wir würden nur 4 Millionen Miese machen, wenn wir keine Schiffe bauen. Okay. Reparatureinheiten. Sehr schön. Die Osmanen möchten ein. Oh, ich will 166 Millionen kriegen. Oh, wir können aber auch nicht so viel von bauen. Jupp. Machen wir mal. Ich würde in die Politik gehen. Die Deutschen ärgern. Wir sind kurz vorm Krieg. Gehen wir in die Finanzen. Die Werft. Bauen wir mal 11.000 Tonnen in 2 Jahre aus. Flotte. Schiffdesign. Und den Schlachtschiffen bauen wir erstmal 4 Stück für jede Flotte 1. Dann müsste unsere Werft gerade so nicht ausgelastet sein. Krass. Wie lange braucht einer? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre.
So, du kommst nach Shanghai. Xiamen. Nein. Oh, Hangzhou? Hangzhou? Shanghai? Nicht das, ist nicht das Hangzhou? Ja, Hai, Keelung, Hongkong, Tajin, Hsinchu, Xiamen. Okay, dann kommst du halt einer. Xiamen. Und du kommst auch nach Shanghai. Da können wir dich immer noch sortieren. Minus 50 Millionen, aber gut, wir sind gleich im Krieg. Die sind schon echt teuer. Und dann können wir auch. Oh, die Deutschen bedrohen uns. Oh. Krieg! Und da haben wir es. Krieg gegen die Deutschen. Sehr schön. Torpedoschutz 2. Ja, toll. Jetzt, wo ich die Schiffe baue. Frühe Minen 4. Die Italiener haben den Sudan erobert. Passt. Spanien kriegt Mauretanien. Sehr gut. So, unsere Kampfflotten. In Dalian haben wir keine, aber in Port Arthur haben wir eine Flotte. Die kann losschippern. Wo haben wir deutsche Schiffe? Guck mal. Die Port Arthur Flotte hat es am weitesten, die darf man schön runterschippern. Und Gegner ärgern. Handelskrieg führen. Die Shanghai Flotte. Kann man hier hinschippern und versuchen, deutsche Schiffe zu stellen. Besteht auch nur aus Kreuzern, okay. Und die Xiamen Flotte. Zwei Kreuzer Zerstörer. Wo sind die ganzen Schiffe? Oh, die Heisho-Flotte. Wo ist die Heisho-Flotte? Hangzhou, Shanghai. Da, Heisho-Flotte. Please. Oder sagen. Flotte 1, Flotte 2, Flotte 3. Und ihr fangt, versucht immer auch deutsche Schiffe abzufangen. So, 1, 2, 3, 4. In CMN haben wir zwei Kreuzerzerstörer. Da sind die neuen, ne? Die können auch einfach mal rausschippern. Versuchen, den abzufangen. Ansonsten dürften in den Häfen dann keine Schiffe mehr sein. Wir haben 32 Millionen Miese. Bauen aber die anderen Schiffe. Und wenn wir Schiffe verlieren, wird es etwas günstiger für uns. So, wir können im Flottendesign die Torpedoboote Typ 2 können wir rausnehmen. Die werden wir nicht mehr bauen. Schlachtschiff Typ 2, Kreuzer Typ 2 haben wir noch ein paar. Da müssen wir gucken, wie sie sich mit den Kreuzer Typ 3 vertragen. Und die leichten Kreuzer haben wir auch. Zerstörer Typ 1 ist auch noch unterwegs. Okay. Wen können wir noch ärgern? Die Deutschen haben 71 Schiffe. Wie viel haben die Japaner? Auch 31 Schiffe. Befinden sich mit den Deutschen im Krieg? Na, dann können wir mit den Japanern aber auch hier. Wir machen ja mal einen richtig schönen Rundumschlag. Wir geben ab. Aber wir kriegen kein Kriegsbudget, das ist miese. Und machen wir die ersten Kämpfe. Da bin ich ja mal gespannt. Die ausländische Presse unterstützt uns vollkommen. Ja! So. Spanien und Deutsches Reich bekriegen sich. Wir haben den Kreuzer Baden gestellt. 16 Millionen, Bauzeit 10 Monate, 17 Knoten. Sehr gute Panzerung, 53%. Ja, die haben bessere Panzerung als wir. 12 Zoll am dicksten, wir haben 13 Zoll am dicksten, okay. 9 Zoll Geschütze, 6 Zoll Geschütze. Wir haben 9 Zoll Geschütze und auch fast 6 Zoll Geschütze, okay. Und unsere Torpedoboote, unsere Kreuzer, das gucken wir uns an. Das ist ein alter Kreuzer von den Deutschen.
Oh, Kaiserwetter, sehr schön. Hier schippern wir. Südwesten haben wir ihn gespottet. Also dahin. Leichtenkreuzer dahin. Was haben wir hier? Okay. Die Silly. Soll mal zusammenkommen mit dir? Oh, wir haben schon unsere Zerstörer. Da haben wir sie schon. Ach, was sind das für schöne Dinger. Ihr könnt natürlich euer Zerstörer-Ding machen. Und die Torpedoboote, ihr Torpedoboot-Ding. Ich möchte aber halt mehr weniger. Wir lassen mal laufen. Alles fährt in seine Richtung, wo es hinfahren soll. Südwesten, komm. Wir sind schneller. Wir können sie durchaus einholen. Wie schnell sind unsere 20 Knoten? Also der deutsche Kreuzer wird uns nicht entkommen, wenn wir ihn spotten. Ja, nicht mit unseren super neuen Zerstörern. Rauch im Südwesten, ja, da sind wir ja auf dem Weg. Sieht aber nicht so aus, als ob wir ihn kriegen würden. So, die machen wir mal. Ja, Südwesten. Schippert mal hier rüber mit voller Kraft. Ihr scoutet mal. Wir geben euch KI-Kontrolle und. Nee, nicht. Immer noch im Südwesten. Aber wo ist er denn? Wir kommen nicht mal in die Nähe. Torpedoboote sollen mal mehr die Richtung schippern. Nordwesten. Das ist eine ganz andere Richtung. Kreuzer kommt. Ist aber Nordwesten. Schade. Der wird garantiert nicht mehr sichtbar sein. Der wird uns schön davonfahren. Wird Nordkurs haben. Gehen wir mal so. Unsere Zerstörer sind ja hier, die sind etwas schneller. Ja, der ist uns davongeschippert, feige wie er ist. Na, okay. Wir haben noch einen anderen, den wir stellen können. So, schauen wir mal. Oh, das ist ja ganze Menge. Was haben wir denn hier? Die haben die Blücher. Hyperklasskreuzer. Das waren, glaube ich, vorher alle die Köln. Nürnberg leichter. Die Gazelle. Eine Amazone leichter. Ein Thetis. Ach ja, ne, was haben wir denn? Warte mal. Die haben 17 Knoten. 23,1. 19. 23,1. Und eine Menge Torpedoboote. Gegen unsere neuen Zerstörer und unsere. Das müssten unsere Typ 3-Kreuzer sein. Ne, Typ 2-Kreuzer. 41 Millionen. 39. Okay, das kämpfen wir mal aus.
41 Schlachtschiffe, 26 Kreuzer, 102 geschützte Kreuzer und 74 Umpanzer. Okay. So, zwei Kreuzer. Die Torpedoboote sind am ärgerlichsten. Gucken wir mal. Wir schippern uns doch gerade einen Weg. Ja, das sind aber eigentlich unsere recht modern, ne? Typ 2, ja, Typ 2 war auch. Mal gucken, da bin ich mal gespannt, wie sie schlagen. Und das sind unsere niegelnagelneuen Zerstörer. Bin auch mal gespannt, wie sie schlagen. So, was hat man gesagt, wo wurde der Gegner gespottet? Im Nordwesten. Nordwesten ist hier. Zerstörer geben wir auch dahin. Wir geben volle Power. Wir nähern uns. Okay, hier kommt zum Kampf. Wir haben gefeuert. Was haben wir hier gespottet? Ah, das sieht aus wie so ein leichter Kreuzer. Okay. Unsere Kreuzer sollen mal sich einkurven. Dann die Zerstörer ihr Zerstörerding machen. Erster Treffer, Überpenetration und Feuer. Das ist ein leichter Kreuzer. Unsere Zerstörer machen eine schöne Kehrtwende. Tethys, ja. Brennt schon auch schön. Oh, das gefällt mir gar nicht. Da machen wir eine Kampfprobe. Da haben wir einen dicken Treffer gekriegt. Schade, der Zerstörer wird. Da haben wir auch unser Torpedo-Treffer gesetzt. Das Ding wird sinken. Wie die Hölle. Der Zerstörer aber auch. Hier geht auf die Torpedoboote, liebe Zerstörer. Dann die Kreuzer. Das müssen wir ein bisschen langsamer laufen lassen. Ja. Er geht hier hin. Die Kreuzer sollen mal andere Kurve fahren. Ah. Da haben wir irgendwas getroffen. Torpedoboot. Doppelmaschinenraumschaden. Und die Kreuzer müssen trotzdem weiter drehen. Komm, Art Steuerbord. Feuer und Abpraller. Und Zerstörer. Ein bisschen schneller machen. Was hast du für eine Trefferchance? Ein schöner Treffer. Ich schubber mal schön weg. Das sind die gegnerischen Torpedoboote. Das ist scheiße. Da laufen auch wieder Torpedos im Wasser. Ganz schön gepusht. Da Torpedoboot 11 sinkt fast von den Deutschen. Jo. Da haben wir selber Torpedos nochmal gefeuert. Also eins könnten wir treffen. Das sieht gut aus. Oh, schöner Treffer. Schornstein ist zerstört. Und Torpedotreffer und Torpedotreffer. Ja, am Heck. Unsere Schlachtschiffe, Kreuzer haben auch noch ein Torpedo gefeuert. Da läuft er. Okay. Noch ein Torpedoboot der Deutschen weg. Munitionsexplosion. Torpedo war ein Versager. Ne, das ist durchgelaufen. Okay, Munitionsexplosion, das Ding ist hinüber. Sehr schön. Kreuzer. Hier geht mal schön. Du kannst auf den gehen.
So, die Kreuzer können sich nochmal eingruben. So, Torpedoboot versenkt, da sind die deutschen Kreuzer. Da haben wir nochmal Torpedo abgefeuert. Wie sehen eigentlich die Torpedoboote aus bei denen? Okay, 4 Schornsteine. Der Torpedo war zu früh. So, ein Zerstörer sollen wir wieder mal kurven. Was haben wir? Trefferchance? 3%. Dafür haben wir das ein anderes Torpedoboot getroffen. So, unsere Kreuzer können dich noch mal ein bisschen einkurven. Du brennst massiv. Ja, Flutung, okay. Lass mal wieder ein bisschen schneller laufen. Hier noch eine Kampfkurve machen und zerstören. Ihr könnt euch einmal einhebeln. Oh, schöner Treffer, schöner Treffer. Bei der anderen auch schön getroffen. Mehrfache Flutung. Könnt ihr mich unsere Zerstörer einmal vorbeilaufen und ihr Zerstörerding machen. Kreuzer sollen mal bitte nach Norden fahren. Oh, jetzt haben wir auch ordentlich Treffer kassiert. Alter! Okay. Gegner Torpedos im Wasser. Wir drehen weg. Xing Ming wird sinken. Oh, alles voller Torpedos, alles voller Torpedos. Komm, Dong Jing Jing. Okay, wir haben ein weiteres Torpedoboot versenkt. Dong Feng Jing, beweg dich! Nicht auf der Stelle stehen bleiben. Was macht ihr? Danke, ihr sollt schön stiften gehen. Können ein bisschen beschleunigen. Bei den deutschen Kreuzern aus? Wie sehen die aus? Oh, das sind Uraltkreuzer, okay. Okay, wieder ein Torpedoboot versenkt. Aber unsere Zerstörer sind irgendwie heute ein bisschen. Komm, AI-Kontrolle. Kümmern wir uns nicht mal drum. Putin ist gesunken. Beide sinken, Torpedoboot 12 sinkt, die S19 wird auch bald sinken. Okay. Die Jingwen brennt nicht doll. Er hat nur noch ein Torpedo, okay. Das ist ja komplett verschossen. Das ist auch noch ein Torpedo, bist du auch dann komplett verschossen? Unsere ganzen kleinen Geschütze. Treffer, sehr schön, Flutung. 13%.
war's. Sinkt, sehr gut. Er dreht sich ein. Wir haben Torpedo gefeuert. Werden wir treffen? Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön langsam. Ah, knapp vorbei der Torpedo. Knapp vorbei ist auch daneben. Wir haben noch einen zweiten Torpedo gefeuert. Der trifft auch nicht. Ja, gut, aber das war jetzt eindeutig. Schaffen wir das auszuweichen? Na, schade, Torpedo-Treffer gesetzt. Bekommen. Okay, das können wir hier gerade schippern. Und versuchen, wir gehen mal auf Festgeschwindigkeit. Konzentriert mal euer Feuer. Da haben wir was getroffen. Torpedoraum, Feuer. Dreht euch mal leicht ein. ...11% Trefferchance auf der Gazelle. 10% Trefferchance. Wir müssen uns weiter eindrehen. Schöner Treffer. Den Kommandoturm getroffen. Nochmal Treffer. Flutung. Die Gazelle wird sinken. Sieht aus. Geht auf die Adriane. Die Gazelle sinkt, sehr gut. ...1%... ...2% einfach Chance. Habe ich euch befohlen. Ihr sollt alle auf die Adriane schießen. Kurven. Eine Flutung. Das versucht sie uns zu torpedieren. Könnte ich wetten. Die machen Torpedo an. Wir haben Torpedo gefeuert. Auf der Adriane, komm, komm. Der Winkel ist gut. Treffer, Doppeltreffer. Torpedo und Feuer. Das wird die nicht schaffen. Machen also harte Kurve. Komm, trainiere ich mal eher auf den hier, auf die Köln. Die Adler. Na, ah, das hat es auf dem letzten Meter, hat sie noch geschafft. Da haben wir keine Chance. Okay, wir detachen erstmal. Detach. So, du kannst vorlaufen. Massiven Wasserverlust, Wassereinbruch. Da gibt's der Köln. Zeigst der Köln, was du drauf hast. Und wir machen einfach Stopp. Nee, nicht. Wo ist denn hier? Rückwärts. Also Schlagseite haben, kann man kaum schießen. Okay. So, Maschinenstopp. 3% Trefferchance. Wenn wir schießen können. Ich glaube, das war ganz eindeutig. Entert sie! Und da ist ja noch einer.
Ach, die Adriane quält sich noch. Okay. Krass, dass die sich noch quält. Oh, auch schon fast abgesoffen. Schönes großes Loch an der Seite. So, stoppen. Ah, die Hexe, schade. Okay. Gut, dann gehen wir das mit der Hexe hier auf die Blücher. Oder auch nicht, weil die Adrenaline sinkt. Okay, Duell der Kreuzer. Wir drehen uns erstmal schön in eine schöne Gefäßrichtung. Ist ein blutiger Kampf. Aber hätten wir nicht noch Torpedotreffer gekriegt. So, 7,7% Trefferchance. Ah, oh, schöne Treffer. Wir haben auch nicht eingesteckt. Und 6% Trefferchance, 7%, 8. Komm. Blücher geht reicht aus. Wir haben sogar Sekundärgeschütz zerstört. Ist gut. Sie hat auch nur ein dickes Hauptgeschütz. Wir müssen die Entfernung verkürzen, das heißt, wir müssen es eindrehen. Anderthalb Kilometer. So ist gut. Oh, schöner Treffer. Der hat den Schornstein zerstört. Teilweise Durchschlag. Ah, wieder schöner Treffer. Maschinenraum 1-2 beschädigt. Feuer, Flutung. Blücher sinkt. Sehr gut. Yay! Ein Pyrrhus-Sieg, aber ein Sieg ist ein Sieg. Hingehen. Zerstörer treffen halt noch nicht so viel, aber ansonsten. Wir haben so ein paar mehr Punkte gekriegt. Ist ausgeglichen. Crew gerettet, 3 Transportschiffe Südostasien verloren. Japan hasst uns. Die Deutschen greifen uns an. 1 Million Mann. Und wir können hier auf. Invasion gehen. So, hier ist unser einer Kreuzer. Du gehst wieder nach Xiamen in den Hafen. So, wir haben in Südostasien haben wir Schiffe verloren. Ja, weil hier deutsche Schiffe sind. Der schippert hier lang, den können wir versuchen zu stellen. Wir können hier auch versuchen, hier unten ebenfalls zu stellen. Und hier sind wir noch auf dem Weg. Wir haben halt nicht die Reichweitenschiffe. Wir geben nochmal eine Runde ab, auch wenn wir überziehen. Das große Geld, was wir ausgeben, ist ja der Hafenbau. Strike. Okay. Oh, die Japaner zählen ihren Admiral an. Schlachtschiff gegen Handelsschiffe. Bam. 6 Transporter versenkt. Yay. Verbessertes Annealing. Das ist zu schweißen. Beziehungsweise Stahlgießen.
Südostasien haben 4 Schiffe verloren, sehr gut. Gucken wir mal, Politik, können wir eine Invasion starten? Noch geht noch nicht die Marineinvasion. Aber Tsingtau, die sind 3% vorgerückt. Halbe Million Mann haben sie da. Wir haben so die halbe Million Mann hergekriegt. So, hier unsere Flotte schippert mal hier lang. Versucht ihn abzufangen. Und ihr schippert mal hier hin. Einfach um zu stellen. Jetzt sind wir hier. Ich würde mal sagen, wir schippern einfach mal hier hin. Oder einfach hier in dieses. Doch, 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 ihr könnt hier im Dreieck bleiben. Komm, das Jahr machen wir noch voll, 1904. Wir haben einen Unruh von 40%. Oder von 40 Punkten. Krass. Noch ein Strike. Transportschiffe, ja, Japan Schande, komm. Diesmal nur zwei versenkt, naja, der Hafen wurde beschädigt. Vierer Mounts, vier die Geschütze. Spanier haben eine Menge Schiffe verloren, wir nicht. Wie sieht es hier aus? 10%, Alter, ich glaube es nicht, dass die Nordostchina erobern werden. Ah, diese unfähige Regierung des Kaisers. Darf doch nicht wahr sein. Sagen wir hier, hier haben wir ein Torpedoboot. Unsere Kreuzer hinterher. Was haben wir hier? Unsere Schlachtschiffflotte, die kann man dahin schuppern. So, hier könnten wir. Wie sieht es aus mit Marineinvasion? Können wir nicht so wirklich. Na, mal gucken mal. Noch ein Strike. Ah, das wird über Tsingtau sein. So, nochmal drei Handelsschiffe versenkt. Wir haben eine ganze Menge Handelsschiffe bei uns verloren. Tschad wurde von den Deutschen erobert. Der Angriff auf Libyen hat die Welt aufgebracht. Ein Kreuzer, einen leichten Kreuzer, okay. Wir müssen halt mehr die Heimatgewässer beschützen. Eure Rolle wird nicht Kontrolle, sondern Beschützen sein. Hier unten haben wir auch nichts. Hier machen wir auch mal Rolle auf Handelsschutz. Schippert mal dahin. Und vielleicht können wir jetzt hier gleich mal ein paar Schiffe stellen. Ne, zu einer Schlacht kommt es nicht. Erstmal gegen die Handelsschiffe wieder. Ja, welche versenkt? Oh, dann haben wir gegen den Kreuzer Scharnhorst, leichten Kreuzer Regensburg, Stralsund, Frauenlob und Gefion. Hyperklasse, 4000 Tonnen. 53%. Der Regensburg, was haben wir bei? Wir haben unser Schlachtschiff Typ 1. Schlachtschiff Typ 2, was noch halb so groß ist wie der Kreuzer. Typ 2 Kreuzer, die ja recht gut waren. Noch ein Typ 2 Kreuzer. Ein Typ 2 Kreuzer, der. Ja, noch ein Typ 2 Kreuzer. Und eine ganze Menge leichte Kreuzer und ein paar Zerstörer und Torpedoboote. Na, das ist aber doch gut. In der Arabischen See. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Schlacht. Können das alle. Können, wie schnell sind die? 17 Knoten? 14 Knoten bloß, die leichten Kreuzer. Alter Falter. 23? 14,2, die Amazone-Klasse. Von 1902, die ist schlecht. Die ist ja wirklich schlecht. Hab viele Geschütze, deswegen treffen wir gut. Aber gut, das, tun wir in der nächsten Folge.